Wegen Teammates, Freunde. Ich muss morgen nach Hamburg wegen Teammates. Eli Geller ist nämlich der nächste Partner. Wir haben es geschafft, wir sind relevant. Wir sind der nächste Partner von Trimax und Amar, Sydney und ich. Wir werden die Männer so ins Loch stoßen, ne? Also wirklich jetzt? Ich glaube, wir vernichten die, ne? Wir sind, also, ich bin mal gespannt, was die sich für Spiele aussuchen. Aber ich rechne so krass fest mit den 30.000. Die Gewinner kriegen 30.000, Freunde. Ist das nicht in 3 Wochen? Yes, in 3 Wochen, aber morgen ist da irgendwas. Ich soll da morgen hin. Irgendwas ist da morgen. Mates. Ich frag mich, also... Eldos, ich will dich bei Teammates zu null, wirklich. Das ist echt machbar. Die sind Eldos. Wirklich Stroh. Ja, also, ich glaube. Eldos macht es gegen die, Freunde. Ich mach mit Sydney dann. Die sind echt, also in allen würde ich sagen, ihr seid besser. Es gibt nichts, was die besser können. Eigentlich bin ich auch der Meinung. Sydney ist schlau. Vielleicht Politik sowas. Oder? Aber sowas weiß er, ja, Politik. Aber Sydney, Erdkunde und Allgemeinwissen weiß Sydney. Voll komisch. Sydney weiß alles. Der kennt sich so krass aus und auch so bei Songs erraten. Also wenn du sagst, wer ist SPD-Kanzler, meinst du, er weiß das? Nein, aber also glaubst du, Amar und Trimax weiß das? Trimax weiß das, ja. Ja, Trimax vielleicht. Aber mach mal hier Songs erraten und so. Das ist so eine gute Mischung, Sydney und ich. Das ist so eine Länder super Mischung. Das ist Sydney krass, wenn so Hauptstädte und so. Ja, ja. Und der ist auch gut in so Songs. Und sportlich seid ihr halt auch, ne? Sportlich sind wir, glaube ich. Ja, ja, ich glaube, sportlich sind wir viel besser. Allrounder. Das wird geil. Das wird richtig geil. Der kann echt alles, ne? Der ist irgendwie, der ist verrückt. Englisch Quiz? Also, ich glaube so, die haben eine Chance in sowas wie Essen erraten oder Getränkegeschmack erraten, sowas. Oder so eine random Sachen halt. Man muss sich mal die Spiele angucken, die bei Teammates bis dato gab. Also von Spiel 1 bis keine Ahnung was. Gab es auch irgendwer so werfen und genau da ankommen, weißt du, dass er da genau ankommt? Wo ja, so eine random Sachen. Ich hoffe, ihr werdet rasiert. Das wäre auch ganz lustig eigentlich. Wenn wir so richtig verlieren, wäre auch lustig. Ja, ich sag so, das 1-4er-Code habt ihr. Oder 1-3er? 1-3er, die haben 3. Ja, komm, dann finde ich es ab. Aber die haben bis jetzt alles verloren, oder?